Hallo, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Quorn. Letzten Part haben wir uns hier ein bisschen umgesehen, beziehungsweise das im letzten und im vorletzten Part, wo wir von der Schwester entführt wurden und hier in die Unterwelt gezerrt wurden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, im letzten Part war es. Ja. Wir sind auf jeden Fall hier angekommen, wo sehr viele Weidenkörbe sind und da hinten liegt unser Leichendoppelgänger. Deswegen helfen wir uns nicht weiter. Schauen wir mal in den Weidenthron. Am 100, wo er hängt, sein Seil. Hängt Seide. Am 100, wo er hängt, Seide. Ein merkwürdiges Wesen zuckt in der Truhe. Aber den haben wir schon ein paar gesehen. Da hängt auch nur Seide am Boden der Truhe. In die Truhe da hinten kann ich nicht reinschauen. Das habe ich hier noch. Auch nur Seide. Und wie gesagt, unseren Doppelgänger, den unsere Schwester eigentlich umgebracht hat. The people inside the cocoons, what are they thinking about? Two will merge into one and stream along the line. Two will merge into one. Schreien. Einfach Tor. Okay, das kann man alles ein bisschen überraschen und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ein blutiges Tuch wurde in der Truhe gefunden. Heiliges Tuch Neptun. Blutgetränktes Tuch und dann Stil Neptun. Da kann man jetzt wirklich nicht mehr erkennen, wie viele Blutpunkte darauf sind. Ich meine, es ist schon bei 4 schwierig. Aber ich kann sie wahrscheinlich nachzählen. 4, 5, 6, 7. 7. Wo sind wir jetzt eigentlich gelandet? Oh, im oberen Bildschirm. Interessant. Also wir sind hier vom Kinderzimmer nach oben gekommen. Und ich verstehe immer noch rein gar nichts. Weder was jetzt mit uns, noch mit der Schwester, noch mit dem Weinton auf sich hat, beziehungsweise mit dem Kokos.
Begleiter benutzen. Nö. Noch nicht, oder? Gehen wir zuerst mal hier rüber. Ah ne, hier komme ich nicht rüber. In die Quelle am Schreintor fließt das Wasser aus dem Wasserfall. Okay. Weißt du, ich muss die Leiter verwenden. Garten. Okay, dann nächster Schrein. Nee, noch kann ich. Eine Karte verwenden. Aber ich sollte eigentlich ein paar sparen. Und mehr auf meine Gesundheit achten. Ja. Oder zu viel Heilung. Wieder mal. Ist eine Reihe von enthaupteten ISO-Stationen. Asuki hat sich kaputt gemacht. Hat mich ausgeschimpft. Usuki ist so ein abscheuliches Kind. Bin immer noch verwirrt. Ich meine, ich verstehe es immer noch nicht ganz, weil. Ist das die Schwester, hat schon mal ein neues Leben erhalten, oder wurden wir mit der Schwester schon mal in den Kokon gepackt? Ich verstehe es nicht ganz. Macht aber jetzt, glaube ich, auch keinen großen Unterschied. Beziehungsweise ich muss es nicht verstehen, sagen wir es so. Schuppen. Es wäre besser, wenn wir eine Kerze von den ganzen Orten hier halten würden. Ein Steintreppe führt zu einem Schuppen. Ring. Wenn unterschiedliche Höhen erreicht werden, kann die Figur hinauf oder hinunterspringen. X drücken, wenn die gewünschte Absprungstelle erreicht ist. Ja, musste ich gerade nicht. Wieso haben wir gerade die ganze Zeit irgendjemanden nach uns gerufen? Oh nö, das war ein Fehler. Ja, Spendel, bitte einmal aufhören. Danke.
Heilmedizin und Selektion nehme ich gern. Man kann sagen, als ob die Spinne so schwach ist, dass sie nicht mal die Geister hier erledigen kann. Das ist eine Karte dann an der Wand. Scheinplan. Plan des Scheins. Ja. Hab mich nicht getäuscht. Okay. Utskis Zimmer. Ich bin noch verwirrter als zuvor. Ich meine, der Vater und die Töchter, die wohnen ja eigentlich im Schrein. Also quasi hier. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Nur dachte ich nicht, dass das zum Anwesen gehört. Vom Hof. Wahrscheinlich ist es irgendwie doch verbunden mit dem Hof. Hm. Ja, alles ein bisschen merkwürdig. Ah ja, die Schwestern sind am Anfang vom Westtor in den Garten gegangen. Also in Richtung den kleinen Schrein hier unten. Also was nehmen wir, macht irgendwo schon wieder Sinn. Ja. Es ist verwirrend. Es ist so verwirrend wie. Das Spiel schon lange nicht mehr war für mich. Ah, na gut. Man kann es eigentlich gerade nicht ändern. Beziehungsweise es wird auch nicht besser. Was ich mich auch die ganze Zeit frage, kann es sein, dass die Zwillinge eigentlich wieder in klein sind? Nachdem ja sie und ihre Schwester auch Zwillinge sind. Das Buch können wir nicht lesen. Es liegt so auffällig auf dem Raum. Ah, da sehen wir die Kreaturen, die man sich holen best erledigt. Elegantes Tagebuch. Das Tagebuch, das Utsuki als Kind geführt hat. 1. September. Es macht so viel Spaß, das Sugoroku-Spiel zu spielen, das Vater uns gegeben hat. Morgen möchte ich meine Schwester schlagen. 5. September. Die Sugoroku-Steine sind verschwunden. Ich habe überall gesucht. Meine Schwester und ich werden morgen weitersuchen. Ich bin sicher, wir finden sie. 6. September. Meine Schwester und ich haben danach gesucht, aber ohne Erfolg. Wir haben Vater gesagt, was passiert ist. Er hat uns unfreundlicherweise gesagt, wir sollten aufgeben. Und jetzt kann ich nur noch zu Gott beten. Maulbeerbaum, Maulbeerbaum. Hilf mir, die Sugoroku-Steine zu finden. 10. September. Ich habe sie immer noch nicht gefunden. Maulbeerbäume sind bösartig. Oder auch nicht. Es ist ein Baum. Ist weder gut noch böse. Okay. Ich will jetzt auch nicht fragen, wie alt das Tagebuch nicht ist.
Hier haben wir auf jeden Fall noch drei Boote und das sehe ich gerne. Die ich nicht von der Seite erreichen kann. Natürlich. Heißt, drei weitere Speichereinheiten. Ich höre schon wieder eine Kreatur flüstern. Weil ich mich eigentlich hier noch weiter umsehen wollte. Beziehungsweise. Ich dachte, wir müssen zum Schuppen hoch. Und dort geht's weiter. Irgendwie bin ich schon wieder den richtigen Weg unabsichtlich gelaufen. Vielleicht ging es beim Schuppen eh nicht weiter. Dann können wir erstmal ausprobieren mit dem Sprengen. Komm schon. Dann mache ich ja auch nicht besonders viel Schaden. Okay. Hat ausgereicht. Kriegen noch ein Elixier. Nicht Schriften, Sachen. Was haben wir hier für eine Tür? Oh, eine Neptun-Tür. Weiß ich wenigstens, wie die aussehen. Dann war das vorhin, glaube ich, doch. Ist die 7 hier unten doch keine Neptun-Tür? Also, wie auf der anderen Karte. Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal. Gehen wir zuerst da rein, wo wir keine Ziegel vorhatten. So, Hilfe nehme ich mit. Zauberspruchkarten nehme ich mit. Sicher hoch. Scheinbar ja. Nein, bleib weg von mir. Ah, schade, dass es wirklich keinen Unterschied macht, ob ich jetzt mit dem Messer auf die einen springe oder mit dem anderen. Das heißt, würde ich das irgendwie die Angriffe von denen verlangsamen. Oh ne. Ah, okay. Da habe ich zu spät reagiert. Gut, dann werde ich den Part allerdings an der Stelle auch schön beenden. Ich danke euch immer fürs Zusehen. Lasst mir tun, was euch gefallen hat. Wenn nicht so sollt, könnt ihr gerne ein Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Q1 wieder.